Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf Reserve und ich bin mit der besten Waffe der Welt unterwegs. Ihr kennt sie, die SVD. Nein, Spaß beiseite, eine nicht so geliebte Waffe von mir. Sie hat ihre Macken mit viel Recoil und wenig Ergo, lang, unhandlich. Aber in dem Fall war ich für Punisher 6 unterwegs und sie hat einen guten Job gemacht. Ich habe sie in letzter Zeit etwas besser kennengelernt, die SVD, und nicht ganz so ein negatives Bild im Moment von ihr. Ich habe Punisher 6 gemacht, Shooter Born in Heaven und alles auf Reserve ein bisschen vermischt. Und es ging wirklich zur Sache, das hat man auf Reserve nicht so oft, dass da richtig was los ist. Aber in dem Raid war das der Fall. Ich will euch nicht zu viel spoilern, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Bisschen dunstig, ne? Oh. Oh, getroffen. Hab ihn. Zwar kein Headshot, aber ich hab ihn. Ei. Wo ist er? Ja, fuck, den jetzt wieder zu finden. Ne? Das war Glück, dass der sich gerade so hingelegt hat. Okay, keine Ahnung, wo der hin ist. Ich sehe ihn leider nicht mehr. Rusty Buggy, waren es deine ersten 5 Runden? Hab ich dir das nicht gesagt gestern? Dass es genauso kommen wird. EFT haut dir erstmal mit Anlauf Vollgas in die Fresse. Oder in die Eier, besser gesagt. Und dann wird es irgendwann besser. Die ersten Runden sind ein Kampf. Ein Kampf, Selbstzweifel, Frust. All das zusammen. Und dann wird es irgendwann besser. Ey, krass, dass ich den da gesehen habe. Überhaupt. Die ersten 100 Stunden. Jetzt, Leute, ich sage immer zu Anfängern, die ersten Runden. Jetzt, ihr müsst nicht immer sagen, ab 1000 Stunden wird es besser. Das ist zwar die Wahrheit, aber dann, ne? Dann spielt doch keiner mehr Tarkov, wenn man die Wahrheit in dem Sinne sagt. Wo sollen die neuen Spieler herkommen? Jetzt nennen wir einen Grund, warum du dranbleiben sollst, weil dieses Spiel dir Erfolgsmomente bietet, die kein anderes Spiel bietet. Sobald du deinen ersten oder zweiten guten Raid hattest und Erfolgsmoment, hat's dich. Dann bist du dabei. Solange du den noch nicht hattest, ist es blacker Hass. Ganz einfach. Aber sobald du deinen ersten guten Raid hattest und rausgekommen bist mit schwitzigen Händen und Herzrasen, so in der Art, dann weißt du, warum das Game so geil ist. Du musst dir alles hart erkämpfen. Kriegst nichts geschenkt. Oh. Smoggranate, wo geht die hoch? Wenn du auf einmal 2 Kills hast und den Loot hast und dann dich zum Ausgang schleppst und es dann schaffst, dann denkst du dir, oh, das ist Story, die erzählst du, ne? Die erzählst du doch deinen Enkelkindern so eine Art. Damals in Tarkov, mein erster Raid, mein Gott, war ich ein Tier. Okay, ich glaube, wir müssen hier mal deutlich näher ran. Aber es ist so mit Tarkov. Es sortiert... Oh.
Es sortiert wahrscheinlich viele Spieler aus, die halt paar Raids spielen, mega frustriert sind und da nicht weiterspielen. Oh, war unbar, glaube ich. Oder ist da was reingerendert? Sag mal. Ist doch hier irgendwo. Tarkov sortiert wahrscheinlich extrem aus. Und es gibt genug Leute, die das Spiel einfach haben und nie weitergespielt haben. Also ist es halt. Man muss leidensfähig sein, ein bisschen, ja, ja. Ich meine, ich rede mich leicht. Ich habe Tarkov 2017 angefangen. Da war das Spielniveau bei Weitem nicht so hoch wie jetzt. Und das Spiel bei Weitem nicht so komplex. Ne? Jetzt ist es eine ganz andere Nummer, mit Tarkov anzufangen. Also ich rede mich leicht, ne? Ich habe das alles so von Anfang an letzten Endes mitgemacht und mich immer weiter gesteigert. Aber jetzt anfangen und Tarkov komplett lernen gegen so Leute mit, ja, 8000 Stunden oder so, ne? Extrem hart. Da kannst du doch so gut in FPS sein. Das ist die Frage, gehen wir erst hier drauf oder gehen wir gleich hier drauf? Aber wir gehen gleich links. Kommst du her? Rusty Magie, es gibt schon Anfänger. Es gibt schon auch genug Anfänger noch. Aber, du triffst halt schon auch viele, die viel gespielt haben. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, du wirst am Anfang das Spiel hassen, Selbstzweifel, dir denken, was eine Scheiße. Aber wenn du dran bleibst, lohnt sich's. Rosigos, Autorisierungsfehler. Weiß ich leider auch keine Lösung. 2018 war eine M4 einfach Jackpot, auf jeden Fall, ja. The fuck? Level 6. Ah, Anfänger. Wir lassen ihm alles. Ja, ja, es ist ja so, während des Vibes hören halt viele viele auf, weil sie im Prinzip schon durch sind, so in der Art, ne? Was ist hier los? Okay. Der ist nicht der Granatwerfer. Wo ist der Granatwerfer? Hui! Das war ein Scav. Hui! Ich habe das Gefühl, das ist Glurak. Der mit MCs fightet.
Oh Mann. Okay. Oh shit. Schaffe ich es hier lebend rüber zum Tower? Ich habe keine Ahnung. Probieren's. Oh boy. Oh nein, 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 nein. Ihn haben. Eieiei. Power 22. Power 222. Vielen Dank für den Tier 1 im zweiten. Wichtigster Resub. Wir kommen zur genauen Falle. Danke, danke für den Support. Oh shit. Ciao. Panische 6 haben wir durch, das waren 15 Kills. Irgendwas stimmt mit dem Survival nicht, so wenn er es zusammenpackt. Seit neuestem. Da, jetzt hat. Müssen wir schauen. Noch ein bisschen Geräusche machen. Jetzt flankt man ihn. Hat jetzt zwar ein bisschen gedauert mit dem Flicken, aber
Schauen wir mal, ob er vielleicht auf dieselbe Idee gekommen ist. Moin, Janis. Und dann, wenn er ist, da ist er. Scheiße. Kommando zurück. Der Flank war gut, die Ausführung nicht so gut. Oder die Treffergenauigkeit. Wir pushen ihn. Mal sehen, der hat glaube ich nicht so viel Gear. SVD ist ja ein Nahkampfmonster, man kennt's. Ja, der Plan hat funktioniert. Würde ich sagen. Im zweiten Anlauf war der Plan dann sehr solide. Nee, das war, naja. Oh. Rette mich! Okay. Ah. Tja, waren wohl noch zwei. Okay. Sehr gut. Die SVD ist schon eine Killerwaffe, also. Ne? Machen wir uns nichts vor. Aber mit der geht rein. Irgendwie hat er vergessen, dass da so ein halbes Fenster ist, glaube ich. Der Flank ist hier halt mies, ne, weil er kann mich halt nicht hören, bis ich hier bin. Okay. I take it.
Mein Soundguide ist noch aktuell im Aufweis, ja. Servus. Waren das echt vier, die ich hier zerlegt habe? Okay. Gute Runde bis jetzt. Ja, natürlich, genau deswegen. Wegen den Layern hört er mich erst da, Morpheus. Aber, weil, so gesagt, ne? So eine krasse Runde auf Reserve? Habe ich schon lange nicht mehr. Also, dass so viel los ist. Und hier liegen ja noch andere Leichen, es sind ja nicht nur die, die ich erschossen habe. Gar nicht so schlecht. So, was mit ihm hier? Okay. Das ist halt die Frage, war es das hier? Wir schauen uns mal, ob der hier offen liegt, gelootet ist, aber ich denke es mal schon. Das Erste, was wir machen. Ist gelootet. Der hier unten ist auch gelootet. Bleibt bloß noch der unter der Treppe. Ich hoffe, dass jetzt hier keiner hockt. Ja, der hat auch die Umpe. Die einfach mit, oder was? Oh ja, perfekt. Dankeschön. Hedector Service Deluxe. Ciao. Den ich schon... Der ist gelootet, Jodeljochen. Oh. What the fuck? Oh no. Scheiß SVD, Mann. Der lebt noch. Das ist das Problem, der lebt noch. Glaube ich zumindest. Ja, vielleicht habe ich ihn auch, keine Ahnung. Wir werden es gleich rausfinden. Den hat's gelegt, echt jetzt? Habe ich den? Er hat auch nicht mehr geschossen, könnte schon gut sein. Na gut, Leute. Oh, hallo YouTube im Chat, oder? War doch, eine sahnige Runde mit einer SVD. Der Chat hat immer recht, auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6 SVD-Kills. Es hätte schlimmer sein können. Und ich hab ihn. Ich hab ihn. Rechter Arm. Oder 23 Minuten, das war der schon, ne?
Habe ich danach noch einen gekillt? Nee. Doch, kommt schon hin. 5 Minuten. Passt. Macht mal Hallo YouTube im Chat, Leute. Bisschen Hallo YouTube spammen. Eine wundervolle Runde. Ich sag euch schon immer, die SVD ist die beste Waffe der Welt. Und ihr sagt immer, nee, spiel die nicht. Die ist scheiße, viel zu lang. Recoil, Ergo, dies, das. Alles kacke. Ne? Naja. Habe ich euch eines Besseren belehrt.